zusammen, was das hier ist. Das weiß wahrscheinlich jeder von euch. Das ist ein Stimmgerät. Und nein, ich bringe heute nicht bei, wie man eine Gitarre stimmt, sondern ich nutze das noch für ganz andere Dinge. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Ohr. Ich höre Tonhöhenunterschiede nicht so wirklich. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, so eine Grünschwäche. Also ich könnte versuchen, das zu trainieren, aber das bringt ungefähr genauso viel wie mit einem Rot-Grün-Blinden zu trainieren, die Farben unterscheiden zu können. Da ist nur ein Zufallstreffer dabei, aber erkennen wir das trotzdem nicht. Und mir geht es da ähnlich, wenn es sich um relativ verwandte Töne handelt. Also ich spüre euch das mal vor. Der normale Weg, Bendings zu üben, geht ja darüber, dass man sagt, okay, ich habe einen Ton, den ich benden will. Ich nehme jetzt einfach mal die G-Seite im 12. Bund. Und die will ich benden um einen Halbton. Das ist dann mein Zielton. Das heißt, ich hole mir den Zielton, Startton, Zielton und mache dann eben und bende den dahin. Also ich versuche mir den zu merken. So, und jetzt habe ich halt den Salat. Für mich klingt das halt nicht so viel wie für euch. Also ihr hört es ja ganz normal. Für mich klingt das... Wo soll ich da also hinwenden? Und das Problem habe ich eben auch mit dem Ganzton noch. Für mich ist es so nah aneinander, dass ich das nicht auseinanderhalten kann. Also für euch klingt es wieder... Für mich klingt es... So, und um jetzt aber irgendwie die Möglichkeit zu haben, an Bendings zu arbeiten, die vielleicht ein bisschen nutzen zu können, habe ich eben mein Stimmgerät. Das heißt, ich kontrolliere über das Stimmgerät, ob ich den Zielton treffe. Das gibt natürlich ganz andere Ergebnisse, völlig klar. Ich kann auch nicht nach Gehör stimmen aus dem gleichen Grund. Aber es ermöglicht mir immerhin, in irgendeiner Form das Ganze zu üben. Und ja, das will ich euch dann heute einmal zeigen. Ich schalte das Ganze nochmal ein. So, habe jetzt hier meinen Ton. Sollte dann die richtige Seite treffen. Ne, G habe ich gerade gesagt. Jetzt habe ich hier mein A, also D, A. Und wenn ich jetzt benden will, ziehe ich so lange, bis ich das A erreiche. Und kann dann eben hier gucken. Ja, also ganz normal, als würdest du die Gitarre stimmen, nur dass du eben nicht stimmst, sondern bendest. Und was habe ich davon? Also so ein bisschen bekommt man es natürlich dann mit der jeweiligen Gitarre in die Finger, wann man so ungefähr bei dem Zielton angekommen ist. Den gleichen Effekt hat man, wenn man einen Normalhörenden, einen Guthörenden im näheren Umfeld hat. Wenn der nicht mehr so guckt, wenn man bendet, sondern dann ist man relativ nah am wirklichen Zielton dran. So als Orientierung, aber wenn halt gerade keiner da ist, an dessen Sicht man ablesen kann, ob man da jetzt getroffen hat oder nicht, dann ist so ein Stimmgerät eben noch was Feines. Und so übe ich mich dann einmal übers Luftbrett und versuche mir das Gefühl der verschiedenen Bendings an verschiedenen Stellen auf dem Luftbrett zu merken. Mehr ist es eigentlich nicht. Und ja. Das geht natürlich nicht, dass man dann sagt, okay, ich kann das jetzt auf einer Gitarre und weiß, wie das dann klingt und kann es dann auf alle Gitarren übertragen. Nee. Andere Gitarre, andere Seitenstärke, schon Käse. Also funktioniert es für mich dann wirklich immer nur auf der Gitarre, auf der ich gerade übe. Und wenn ich dann eben ein Stück habe, bei dem dann Bendings vorkommen, muss ich das dann eben für diese Stelle
auf der Gitarre, auf der ich das im Endeffekt spielen möchte, auch üben. Im Laufe der Zeit ist da schon so ein bisschen mehr Sicherheit reingekommen. Also die G-Bar zum Beispiel kenne ich jetzt relativ gut. Und kann das relativ gut auch nach Gefühl mittlerweile. Wenn es dann halt nicht trifft, dann... Ja, es geht halt nur über das Gefühl, wie weit ich die Saite ziehen muss an der Stelle. Und das geht eben nur darüber, das gesondert abgetrennt von dem eigentlichen Stück, das ich übe, kontrolliert über das Stimmgerät zu probieren und in die Finger zu bekommen für die Stelle. Damit ich weiß, wie muss es sich anfühlen, damit sich nicht sämtliche Zuschauer im Raum die Ohren zuhalten müssen, wenn ich es mal irgendwann irgendwo vorspielen möchte. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Normalerweise müssten verschieden hohe Töne auch verschiedene Areale im Innenohr ansprechen. Ich müsste bei Tonabständen, die groß genug sind, das eigentlich erkennen können. Da gibt es ja dann auch nochmal Unterschiede, dass man eben zwei Töne hört oder eine Schwebung oder weiß was ich. Das ist das eine. Ich höre den Unterschied einfach nicht. Und dann kommt noch dazu, dass in meinem Kopf ständig Musik läuft. Und das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Es ist nicht so wie ein einzelner, einfacher Ohrwurm, sondern es klingt so. Immer. 24 Stunden am Tag. Also nachts bin ich nicht ganz sicher, aber zumindest die Zeit, in der ich wach bin, bin ich davon bewusst. Und da ist es dann eben auch nicht so einfach, einzelne Töne einfach rausfiltern zu können. Zumal noch dazu kommt, dass ich einen liebreizenden Pfeifton über allem habe. Mal lauter, mal leiser, mal sind die Ohren mal lauter, mal ist der Pfeifton lauter. Das ist immer so eine Überraschung morgens früh, was denn da sich durchsetzen wird. Oder welcher Song am präsentesten ist oder ja. Deswegen macht es für uns auch nichts aus, ein Stück zu üben. So bestimmte Abläufe aus irgendeinem Stück zum Metronom zu üben und dabei Musik zu hören. Klingt jetzt erstmal nicht widersprüchlich, aber ich höre halt nicht genau die Musik, die ich da übe, sondern irgendwas. Weil ich die ganze Zeit gegen andere Rhythmik, andere Tonarten oder sonst was in meinem Kopf anspiele und dann macht es auch keinen Unterschied mehr, wenn das von extern kommt. Das klingt manchmal ein bisschen komisch. Also, wenn jemand anders zuhört. Es ist ein riesiges Durcheinander. Aber so klingt es halt in meinem Kopf. Mich würde wirklich interessieren, ob das irgendeiner außer mir auch so hat. Wie er das Ganze löst. Gerade jetzt, was Bendings angeht oder auch raushören von Stücken, funktioniert halt so auch nicht. Ich würde es gerne können, ich würde es auch gerne trainieren, aber das ist wieder der gleiche Effekt wie mit, üb halt lang genug mit jemandem, der rot-grün nicht unterscheiden kann, dann wird er schon irgendwann lernen, was rot und grün ist. Es geht einfach nicht. Ich kann einfach nicht hören, ob der Akkord, den ich jetzt meine, wieder rausgehört zu haben, ob wirklich der ist, der stimmt. Und wenn ich Gitarre spiele und merke, ich verspiele mich, ist es eher das Gefühl an den Fingern, woran ich merke, dass das jetzt nicht richtig gegriffen war oder dass da irgendwas falsch ist. Weil ich eben immer schon so spiele, dass ich das in den Fingern richtig anfühlen muss. Naja, wie gesagt, es würde mich eben interessieren, ob das irgendjemandem von euch auch so geht. Wenn ja, wie ihr das gelöst habt, was ihr für Strategien entwickelt habt, ob euch das beeinträchtigt, ob euch oder ob ihr eventuell deswegen sogar gedacht habt, ihr hängt es an den Nagel. Es ist natürlich schwieriger, wenn man irgendeine Art von Handicap beim Spielen hat, aber es ist nicht unmöglich. Man kann sich alternative Strategien herausfinden, man kann vielleicht auch im Gespräch mit anderen Musikern herausfinden, was es für Ideen gibt. Also das mit dem Stimmgerät, das ist jetzt eine Idee von Thomas gewesen zum Beispiel.
als ich ihm gesagt habe, oh, ich kriege das einfach nicht hin mit den Bendings. Ich weiß einfach nicht, wann ich an diesem Zielton bin. Dann hat er gesagt, dann versuch's doch mal mit dem Stimmengerät, ob das geht. Und ja, das funktioniert. Es ist ein langwieriger Prozess, aber es funktioniert. Und ich wollte jetzt damit eigentlich auch nur, wenn es noch jemanden gibt, dem es so geht, auch Mut machen, dass man trotzdem Bendings lernen kann oder irgendwas lernen kann auf der Gitarre. Man muss halt damit leben, dass es bestimmte Dinge gibt, die man niemals können wird. Aber dann ist es eben so. Das sollte einen niemals daran hindern, das Instrument zu spielen oder das zu machen, was man gerne tun möchte. In diesem Sinne, einen angenehmen Tag noch und bleibt rockig. Das war ja mal wieder ein Knüller. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like, ringt die Bell und schickt uns eure Videos. Infos dazu findet ihr in unserer Kanalinfo. Und jetzt üben, 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 üben. Und mit Filmen nicht vergessen.